kannst du so an Paulus vorbeigehen. Hier, guck mal, hier. Ja, aber da kann ich nicht einparken. Ich nehme jetzt so einen, wo ich hier schön da reinfahren kann. Guck mal, da kannst du reinparken. Aber fahr nicht zu weit raus, weil sonst sind wir wieder unten. Dann müssen wir wieder hochfahren. Hallo. Hallo. Hast du Bordkarte? Aber eine. Dokument 5 von 12. Wie viele Bordkarten werden denn jetzt hier bitte erstellt? 5000. Oh. Hallo, jetzt Herr Bordkarte. Der Rick hat es wieder voll kaputt gemacht. Rappel, rappel. Alles klar, okay. Das ist unsere Maschine. Wir sind gerade gelandet und warten jetzt auf unser Gepäck. Und ja, dann geht es gleich zum Hotel einchecken und dann geht es auch zu Joyce. We are looking for a taxi. Taxi, Taxi. Taxi, Taxi. Tegel ist jetzt kein schöner Flughafen. Nee, leider nein, leider gar nicht. Und da ist und da ist grün. Privatgelände läuft. Welcome to Joyz. Ist es wohl Obst im Haus? Oh mein Gott. Okay. So, Sascha. Wir sind jetzt nämlich bei Joyz. Wir sind jetzt nämlich bei Joyz und schminken uns jetzt. Und der Sascha hat sich abgelegt. Ich lege mich auch mal eben ab. Weil hier ist es nämlich ganz toll und ganz toll und die Leute sind total lieb und total nett und ach scheiß YouTuber, Monster und YouTuber, das ist echt, das kann man echt nicht vereinbaren, das ist so, ha. So und jetzt gehen wir nämlich auf die Frauentoilette. Raus. Und hier schminken wir uns jetzt nämlich so ein bisschen, fangen wir schon mal an, umziehen und so weiter und so fort und ja. Und ich darf hier voll filmen, ach das ist so toll, wir sind alle so lieb und alle so nett. Hey, hey. Können wir noch ein bisschen falsch verstehen, ne? Und ich bin schon halb fertig hier. Naja, geht so. Bäh. Ja, frisieren muss man ja auch, ne? Wir sind fertig, wir sind fertig. Boah, siehst du scheiße aus, weißt du? Ich sehe immer scheiße aus. Das ist richtig. Ich sehe immer scheiße aus. Das ist übrigens Horst Schlemmer ist, als Klon. Sind die Zähne erstmal raus an die Zunge freies Spiel? Ja, ich bin hier gerade Pro7. Nee, Quatsch, Joyz. Ja, meine. Ich habe mir schon was überlegt, ich hier. Machst du nix? Ich habe ein bisschen gut in der Zeit, ne? Fahren wir? Wir haben jetzt 10 vor 5. Oh mein Gott! So gut in der Zeit. So, erstmal eine Runde hier. Nimm sie mit hier. Einfach selber beschäftigen, der Hund. Wie süß er ist. Der mag keine Clowns. Nimmst du gerade einen schönen Hund? Ja. Niedlichkeitsfaktor, hallo. Warten wir gleich drin in der Flimmerkiste, ist nicht alles live. So, noch circa eine halbe Stunde müssen wir warten, bis wir dann auch endlich auf Sendung sind. Ich bin ja mal echt gespannt. Also Fazit schon mal bis hier, die Leute sind einfach der Hammer. Die sind super lieb, super freundlich. Wird auf jeden Fall total lustig und bah, da ist, die mögen übrigens alle keine Clowns. Die haben alle total, selbst der Hund, der gerade da war, der hat auch Angst vor Clowns, ja. Oh. Geh in die Ecke und schäm dich, weil du ein Clown bist. Hundi. Was ist denn da? Hol Stöckchen, hol ein Stöckchen. Aus dem Fenster schmeiß. Die haben hier sogar Obst. Weißt du, so lange auf dem Skorbutke hingearbeitet und jetzt. Boah, der ist. Isst du etwa eine Banane? Banane. Es wird gerade über die Färbung von Achselhaaren berichtet, ne? Ernsthaft? Achselhaare färben? Kein Kommentar. Achselhaare?
Ja, Hallöchen, auch da ich gerade keine Zeit hatte, beziehungsweise weil wir jetzt fertig mit dem Drehen sind, habe ich mal gedacht, ich zeige euch mal mein Zimmerchen. Sponsored by Moviepark quasi. Also das Zimmer ist schon geil, muss man sagen. Der Dreh war übrigens total lustig. Wir waren gerade noch an der Oberbaumbrücke. Dummerweise habe ich natürlich die Kamera vergessen. Hahaha, wie das immer so geht. Also Sascha ist als Auto gefahren mit mir als Beifahrer. Scheiße. Und dann sind wir erstmal durch den Drive-In. Haben uns einen Burger geholt. Die Leute waren irgendwie genauso abgebrüht wie in Dorsten. Also haben sich irgendwie null erschreckt. Da war schon eher was auf der Oberbaumbrücke los, wo wir dann auch ein bisschen gedreht haben. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr lustige Erfahrung. Das Interview hat super viel Spaß gemacht. Vor allem das mit dem Live-Schminken. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Ich muss mal irgendwie gucken, ob es das vielleicht noch in der Mediathek gibt. Dann verlinke ich euch das auf jeden Fall unten in die Infobox. Nee, damit ihr auch was davon habt, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, um 17.30 Uhr. Okay, ist er nicht da. Sascha macht jetzt hier den Führer. In klein. Der Führer. Sie sind raus. Was war das für ein Fisch? Was für ein Fisch war das? Das war der Dummy-Fisch. Der Rick, ja. Ich geh mal kurz so hinter das Tor. Thunfisch. Jetzt bin ich schon wieder hier an diesem komischen Brandenburger Tor. Und ohne Lolle. Aber mit Sterni. Dieser Mann nimmt dich an. Fotoshooting mit Rick. Mach doch wieder mit Blitz. Blitz ist besser. Au. Nein, aber Blitz macht gut. Mach das scheiß Foto, ja. 2 Stunden später. Bing! Und? Oh, jetzt habe ich die Augen zu. Komm, sag's, Rick. Komm, sag's. Nee. Doch, hat Auge zu. Nein! Ich hab's hier gewusst. Ich rück mir hier ab, wisst ihr? Ich krieg kein Foto machen. Weißt du, morgen hat der Fischer Rücken. Wenn du nicht lesen könntest, müsstest du nicht solche Waffen machen. Ja. Weißt du, wie viel Blödsinn gemacht habt dazwischen? Ja, da macht kein Blödsinn. Das ist der Sascha. Was? Der macht den Blödsinn. Guck hier. Komm mal jetzt hier ordentlich. So, der Schnitzel meldet sich zurück von einem grandiosen Abend. Ich liege schon im Hotelbett, alle anderen sind schon schlafen, also Sascha und auch der Rick. Und ich kann irgendwie gerade nicht pennen, weil mein Knie so dermaßen wehtut. Ich habe mich voll, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe mich voll lang gelegt auf, in den 4 Wänden von Joyce. War super, ich habe eine Stufe übersehen und dann lag ich da erstmal. Und deswegen tut mir jetzt ein bisschen das Knie weh, komisch. Entweder in Berlin verknusper ich mir den Magen oder das Knie. Das ist irgendwie so eine ganz komische Sache. Na, wir haben uns auf jeden Fall bei Dada Falafel dann noch mit dem Marti getroffen. Das war total lustig. Und dieser Typ hat Songtext im Kopf. Das ist großartig und kann aus allem ein Lied machen. Und genial. Und der Dominik, also Mapamuni, kam dann auch noch dazu und haben uns einen richtig schönen Abend gemacht, dann noch ein bisschen was getrunken und durch Berlin gelatscht, zum Brandenburger Tor gefahren, so ein bisschen Sightseeing, weil der Rick ist das erste Mal in Berlin, ne? Und da muss man ihm ja zumindest das Brandenburger Tor zeigen, so mit Selfie und allem möglichen Kram. Und ja, am Reichstag waren wir dann auch noch, haben da auch noch schnell geguckt. Und jetzt tut mein Knie dermaßen weh und ich bin kaputt. Und danke übrigens nochmal an euch zwei, also Marti und Dominik, dass ihr noch vorbeigekommen seid. Es war wirklich mega lustig und gerne wieder. Der Wecker geht um, wie viel Uhr? Um 17:45. Dann schnell unter die Dusche, damit man wenigstens ein bisschen wach ist. Und um 7 Uhr fahren wir dann mit dem Taxi gehen Flughafen Tegel und von dort aus geht es dann um 8.55 Uhr Richtung Düsseldorf. Da sollten wir dann ungefähr gegen 10 Uhr landen und dann müssen wir noch das Auto suchen und dann geht es zum Moviepark. Und dann wird wieder fleißig gemunstert, sich ins Make-up geschmissen und Motivation lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, wenn ich ehrlich sein darf, aber das kommt schon. Also in diesem Sinne, ich melde mich dann morgen früh, wahrscheinlich total verpennt. Wünsche euch jetzt noch eine angenehme Nachtruhe und ja, das Schnitzel verabscheut sich dann mal. In diesem Sinne, gute Nacht meine Inmates und bis morgen. Tschüssi!
Ja, es ist immer noch dunkel. Da hinten geht so ein bisschen die Sonne auf. Nochmal nicht an. Einen wunderschönen guten Morgen, werte Gemeinde. Ja, wir haben jetzt 7:15. Ich bin vor einer Stunde ungefähr aufgestanden. Bin hundemüde, aber wir können ja gleich sehr, sehr lange im Flugzeug schlafen. Eine Stunde. Und ja, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Bin total traurig irgendwie. Wäre gerne noch ein bisschen hier geblieben. Dann natürlich aber noch mehr mit Lolle, weil Berlin ohne Lolle ist nicht Berlin. Wie hat die werte Dame von der Stewardess Dame vorhin die Instruktion geleitet? Meine sehr werte. Wie hat die gemacht? Sie arbeitet als Austausch-Erotik-Telefonistin. Mann. Und der Sascha hat sogar uns auch mal hieß, ne? Ja. Die Bild. Hier. Scheiße. Scheiße. Wow. Lass das Dingen jetzt zu. Herr K. Gibt's ja nicht was zu essen. Du hast ein Corny. Das ist ja auch sehr nah, ne? Ja. Man muss aber da nichts gucken, mal die von Airbnb, die müssen über Düsen draußen einsteigen. Typisch Charterflug. Oh, wie bin ich? Ach, ich meine nicht so breit, ja. Ich bin auch von die reagieren gar nicht. Was ist da los? Ha, die haben mich nicht gesehen. Ja, toll. Jetzt habe ich gedacht, der gibt Gas und so und fährt mal los. Wir fahren übrigens nach Düsseldorf. Dauert nur ein bisschen länger. Gib Gummi! Düsseldorf und total müde und bäh und jetzt auf den Koffer warten und dann vom Moviepark. Müde, will ins Bett. Bin jetzt nörgelig. Ich bin wehleidig. Rick, bist du auch wehleidig? Ja, wollen wir jetzt alle zusammen? Wir wollen wehleidig sein. Hey, hau doch ab! Auf zum Moviepark. Hey. Da gibt's den Riesenspaß. Als ich das am ersten Tag gehört habe von der Achterbahn, ne, ich hätte Juhu schreien können. Total gerne. Ja. Ja, ich hätte wirklich noch Juhu schreien können, aber das sage ich jetzt nicht, weil der Tag viel zu lang war. Herzlich willkommen auf der Endcard übrigens. Ja, wenn euch das kleine chaotische Video gefallen hat, würde ich mich doch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Jetzt kommt nochmal kurz eine kleine Dankesrede. Und zwar möchte ich mich bei dem Fernsehsender Joyce plus alle Beteiligten bedanken, die da rumgewuselt sind. Leute, ihr macht einen richtig geilen Job. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder. Vielen herzlichen Dank auch an den Moviepark, ohne den das Ganze irgendwie nicht möglich gewesen wäre, weil die mich schließlich da hingeschickt haben. Also, ne Leute, vielen herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich mich noch bei dem verrückten Clown, dem Sascha, bedanken, weil der Tag war einfach mega lustig. Was sag ich ja, die beiden Tage. Also, ne, vielen herzlichen Dank dafür. Hey, 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 Konfetti schmeißt und wir sehen uns im Park wieder. Vielen herzlichen Dank auch an Rick, der uns begleitet hat. Ebenso an Marti und Dominik, die wir abends noch treffen durften und die dann ein bisschen mit uns durch Berlin gegangen sind. Jungs, das schreit nach einer Wiederholung. Also da bin ich auf jeden Fall für, ne? Wir und so weiter kommunizieren. So, gab es noch irgendwen, den ich danken wollte? Nein! Ja! Wenn ihr das Video von letzter Woche bzw. von vorletzter Woche noch nicht gesehen habt, dann schnell hier oben klicken. Hier unten findet ihr wie immer eine wunderbare Playlist, die es sich anzugucken lohnt. Unten in der Infobox sämtliche Social Media Links, die zu unserer kleinen Anstalt verweisen, plus den Link zur Mediathek von Joyce, falls ihr die Sendung mit Sascha und mir nicht gesehen haben solltet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja mal im Moviepark. Wenn ja, lasst mal einen Gruß da. Wenn nicht, lasst auch mal einen Gruß da. In diesem Sinne, das Schnitzel verabscheut sich und tschüss.